Hallo Leute, meine neue Witch Casket ist angekommen und die möchte ich jetzt gerne mal mit euch zusammen auspacken. Also, ich mach mal auf. Okay, ich kann noch gar kein Farbschema erkennen, bin gespannt. Okay, wir haben hier wieder so einen Witch Casket Sticker. Ziemlich cool, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon drin gehabt. Hier ist irgendwie so ein Badge of Prince mal wieder. Okay. Okay, sehr süß. Also. Süß. Creepy süß. Okay, cool. Ja, ist halt so Halloween-mäßig, ne? Ist ja Oktober. Kürbis und so. Sehr schick, sehr schick. Hier ist wieder dieser Zettel, wo drauf steht, was hier alles in dieser Box drin ist. Das gucken wir uns logischerweise natürlich nicht an. Okay. Okay, es riecht. Tatsächlich irgendwie nach Tabak. Es ist ein Empowerment-Elixier-Kit. Includes everything you need to create your own magical empowering potion or Elixier. Elixier? Ja, es riecht immer noch nach Tabak. Okay, hier ist dieses Zeugs drin. Das hier. Das. Und logischerweise eine Anleitung, wie man das jetzt macht. Tatsächlich in zweifacher Ausführung ist wahrscheinlich irgendwie aus Versehen passiert. Oh, doppelt hält besser, ne? Hier steht's drauf, wie man es macht. Und auf der Rückseite ist dann hier nochmal so eine Zeichnung drauf. Ja, ziemlich abgefahren. Es ist mal wieder so klein geschrieben, dass ich es jetzt gerade nicht richtig erkennen kann. Aber wenn es denn soweit ist, dann werde ich das schon erkennen können. So, als nächstes habe ich hier so ein kleines Samtsäckchen. Es klingt wie irgendwas Porzellanmäßiges oder so. Und es ist ein Pentacle-Altarteil. Also nicht Teil, sondern Tile. Quasi wie eine Art Untersetzer. Geilo, Milo. Voll hübsch. Also es ist quasi so ein. Ja, so eine kleine Kachel. Und auf der Rückseite ist es mit Samt, sodass es halt nicht den Tisch so zerkratzt oder so. Da kann man dann alles Mögliche drauf stellen, wie zum Beispiel halt eine Kerze oder, keine Ahnung, vielleicht sein Räucherkegel oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Sehr schön. Hübsch. Jo, was haben wir hier? Oh, Pumpkin Spice Tea. Sehr nice. Hübsch, hübsch. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das Einzige, was hier irgendwie farbig ist in dieser Box. Das meiste ist hier tatsächlich so in Weiß und Grau gehalten. Und das hier ist so das einzige Farbige. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ja. Pumpkin Spice. Geilo, Milo. Freue ich mich drauf. Okay, wir haben natürlich wie immer einen Pin mit drin. Resting Witch Face finde ich ziemlich witzig. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Resting Witch Face, ja. Das passt. Okay, hier haben wir wieder ein kleines Säckchen. Oh, okay, da sind so Steine drin. Schätze ich. Empowerment Crystal Set. Okay, ich nehme einfach mal irgendeinen raus. Oh, okay. Hübsch. Yeah. Das ist ein Tigerauge, das erkenne ich. Hier ist noch ein kleiner. Ah, der glänzt gar nicht. Das ist abgefahren. Besitze ich tatsächlich noch gar nicht. Also so Steine allgemein, einfach die nicht glänzen oder glitzern oder sowas. Der ist ziemlich matt. Finde ich irgendwie eigentlich mal eine ganz geile Abwechslung. Der ist hübsch. Und der letzte. Wow, der ist groß. Hübsch. Schee. I like. Cool, hier ist so eine Flasche drin. Frog's Breath. Ah, da kann man sich bestimmt so seine Elixier oder sowas drin abfüllen. Frog's Breath. Nice. So, was haben wir hier? Oh, das ist eine kleine Schachtel. Was kann es? Es sieht verrückt aus. Okay. Nein, ich will noch nicht, dass es aufgeht oder so oder auseinander geht. Also es sieht so aus. Und es geht irgendwie auf. Okay, es ist mit Magneten. Kein Plan, was es ist. Es ist auf jeden Fall mit Magneten befestigt. Und es ist von innen irgendwie so.
Also das kenne ich auf jeden Fall nicht. Da werde ich auf jeden Fall gleich mal schauen, was es kann. Bin gespannt. Okay, was ist es? Trick or treat. Vegan Belgian Chocolate. Okay, das ist süß. Eine dunkle Schokolade. Weil wir haben ja Halloween und deswegen ja Süßigkeiten, Trick or treat und sowas. Finde ich süß. Sehr niedlich. Also ich mag keine Schokolade, aber das ist voll süß. Kann ich bestimmt verschenken. Jo, wir haben hier wieder coole Spell Candles, dieses Mal in Schwarz. Ich denke, man kann nie genug Spell Candles haben. Das sind so kleine Kerzen. Die brauchen halt immer nur so halbe Stunde, 40 Minuten so, um runterzubrennen. Das ist ganz geil für, wenn man mal einen Spell hat oder so, wo man, der es halt irgendwie erfordert, eine ganze Kerze oder sowas abzubrennen. Dann braucht man halt keine Riesenkerze nehmen, weil das dauert ja dann Ewigkeiten. Die muss man zwischendurch wieder auszünden, also auszünden, nee, pusten ja nicht, also ausmachen. Wir sagen einfach ausmachen. Und einige Spells, ja, requiren halt einfach, dass sie halt im Ganzen runterbrennt und nicht zwischendurch ausgemacht wird. Und dann muss man es in der Badewanne machen mit ein bisschen Wasser und so, damit man dann halt auch schlafen gehen kann und so. Und ich glaube, ich könnte dann gar nicht so wirklich entspannt rumliegen und alles, ja, ausblenden, weil ich glaube, ich hätte irgendwie immer Panik, dass meine Bude abfackelt. Und deswegen ist es immer ganz geil, wenn man so ganz kleine Spellcandles hat, finde ich. Ganz geil. So. Okay, wir haben hier. Das ist geil. Wizard Spell Incense Sticks. Ist das geil? Ich bin unsicher, ob ich die geil finde oder nicht. Riechen auf jeden Fall sehr intensiv. Vielleicht muss man sie auch einfach im angezündeten Zustand einmal riechen. Also sie riechen wirklich sehr intensiv. So sehen die aus. Auf jeden Fall mal was ganz anderes als das, was ich sonst so habe. Finde ich irgendwie. Ich bin verwirrt. Ja. Okay, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Bin gespannt. Das vorletzte Item, was wir hier haben. Was ist es? Oh, ein Schlüsselanhänger. Hokus Pokus. Okay. Ein Hokuspokus-Schlüsselanhänger. Ja, wow. Okay. Ja, den. Wow, den finde ich wirklich hässlich. Also, der ist nicht schön. Nein, den mag ich nicht. Und das Letzte, was wir hier haben, ist wie immer diese wunderbare Papierrolle, wo irgendwas Cooles draufsteht. Ich mach mal auf. Cool, dieses Mal sind es Witchy-Tipps. Also einfach allgemeine Tipps, wie zum Beispiel, wie man, wenn man Getränke umrührt, so bestimmte Dinge damit auslöst oder was welche Kerzen bedeuten. Toll. Und hier noch bestimmte Kristalle, wie die für was verwendet werden und so. Sehr nice. Das kann man natürlich immer gebrauchen. Sehr, sehr cool. Geilo. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was das hier jetzt ist. Ich werde es versuchen nachzulesen, wenn es nicht wieder zu klein ist. Also, ich schätze, das ist halt einfach Black Wooden Altar Box. Kein Plan. Ich denke, vielleicht kann man da so. Asche oder so reinmachen. Bestimmte Pulver, die man hergestellt hat. Keine Ahnung. Ich werde bestimmt eine Möglichkeit dafür finden, das zu verwenden oder mich mal umhören, ob es Menschen in meiner Umgebung gibt, die wissen, was man damit machen kann. Oder falls ihr es wisst, einfach gerne mal in die Kommentare schreiben. Kein Plan. Also, ja, auf jeden Fall hübsch. Riecht auch nach Tabak. Ja, vielleicht kann man da Tabak reintun. Keine Ahnung. Okay, was ist mein Highlight? Bestimmt der Tee. Oder? Nee, es sind einfach alles ziemlich schöne Sachen. Also außer dieser Keyring. Den finde ich echt hässlich. Aber ja, voll viele coole neue Crystals drin und
diese Kachel, die Altarkachel hier ist natürlich auch super geil. Keine Ahnung, mega cool. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches euer Lieblingsitem aus dieser Box ist und schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. Bis dann!